Okay, es geht endlich weiter mit der Story. Ja, und zum Einkaufsviertel, weil ich zeige euch noch den Minijob, der sich aufgemacht hat. Also der Laden hier hat aufgemacht. Reden erst mit den Leuten da drin. Oh Mann, da gehe ich extra in den Minijob und dann vergesse ich mein Geld. So ein Mist. Zach. Diese Limo trinke ich nur wegen der Gratis-Prämie. Und bald habe ich genug Kronkorken zusammen. Mir fehlen noch ein paar, dann bin ich endlich am Ziel. Bäh. Also er hat gerade gerübst. Was soll das denn? Wer sagt denn, dass alte Leute nicht gerne in den Minijob gehen? Ich! Ich koche ja gerne, aber wenn ich ihm etwas von hier aufwärme, merkt mein Freund es auch nicht. Manchmal wundere ich mich ja selbst, von wie vielen Dingen Männer keine Ahnung haben. Ja. Herzlich willkommen. Ja, das ist der Minijob. Perfekter Snack gab's hier. Ein Geschmack, der Lust auf mehr macht. Volle Kapi und ja. Hier habe ich diese Armbänder geholt, also Projektorarmband, Schildarmband. Hier kann man die alle holen. Mom-Armband habe ich auch geholt. Das ist für Steigerung der Körpereinsatz, das ist der Verteidigung. Die anderen weiß ich nicht. Das ist der Ausdauer. Hier gibt es Attacken, Konfusion. Meteor-Attacke hat ja, wie heißt der, Kevin gelernt. Kraftschild, kennt er. 100 Kickschuss kann ja dieser Salz bei meinem Team. Kreuzpass, Kung-Fu-Kopfball. Raketenschuss kann auch jemand, das ist Wallzeit, den habe ich das beigebracht. Durchbrecher, Illusionsball, Feuerdribbling, Kombischuss. Also das war's jetzt. Also hier habe ich die ganzen Sachen geholt. Ihr könnt das auch nachmachen, wenn ihr wollt. Eure Sache. Und jetzt zu den Sachen, also lass mich durch, danke. Also hier habe ich die Heißblut-Handschuhe geholt für meinen Torwart. Cleverstollen sind behindert. Ich weiß nicht, wozu die sind. Okay, jetzt bin ich weg. Das wollte ich euch noch zeigen. Und jetzt geht's mit der Story weiter. Dün, 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 dün. Wir müssen jetzt einfach nur da durchgehen. Dann fängt es sofort mit der Story an. Jetzt. Verschnitt, ihr vertreibt mir nur die echten Kunden. Oh, ah. Was war das denn jetzt? Das war doch ein Schüler der Shuriken Junior High. Was war da los? Nichts wie hin. Okay. Hier war ein Laden für die alten paar. Warte, erstmal hier rumgucken. Vielleicht gibt's hier was. Wartet mal. Okay, weiter geht's. Und wir gehen mal zu den Nudelbar. Und du? Oh, ich bin viel zu aufgeregt, um irgendwas zu essen. Der Besitzer der Nudelbar hier ist bekannt für seine Sturheit. Okay. Diese Brühe, sie besteht aus einfachen Zutaten, schmeckt aber dennoch köstlich. Wie Brühe. Rei Nudelbar. Okay, geh mal in den Sportladen jetzt. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Sportladen ist. Was? Schon wieder so ein paar Halbstarke? Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann verzieht euch. Ich bin jetzt nicht in der Stimmung für Typen wie euch. Sie müssen eher Bilder sein. Da sind sie doch, oder? Der bei den legendären Inazuma Eleven. Ach so, Hillmann hat es mir ja schon gesagt. Ihr seid die Jungs, die von mir trainiert werden wollen. Da sagt mir mal, wieso ich ausgerechnet ein paar Klimpsen wie euch Fußball beibringen soll. Wir wollen unbedingt gegen das Team der Shuriken Junior High gewinnen. Und wir wollen das Finale gewinnen und die beste Schülermannschaft im Land zu sein. Das ist unser Traum. Was? Das Finale gewinnen wollt ihr? Ist doch lächerlich. Der Fußballclub der Reim ist doch so lahm, dass er bald aufgelöst werden soll. Abgesehen davon habe ich schon vor langer Zeit mit dem Fußballspielen aufgehört. Bringt doch eh nichts. Fußball ohne den großen Meister ist ohnehin vollkommen sinnlos. Ohne den großen Meister? Genug jetzt. Und wenn ihr denkt, ihr könnt mich jetzt überreden, gibt's auf. Am besten geht ihr jetzt ganz schnell wieder heim, bevor ihr mir noch mehr Kunden vergrault. Los, Marken, wir sollten den nächsten der alten Spieler finden. In den Spielernotizen finden wir Hinweise, wo wir nach den einzelnen Spielern suchen können. Ich will da rein. Ich wusste gar nicht, dass ein Laden da ist. Was kann man denn hier kaufen? Sportgeschäft. Heißblutarmband, okay. Extra Stollen. Heißblutstollen. Hol ich mir mal.
Nein, ich guck mal, ob das für ihn das passt. Ach, kacke, so. Ja, kann also, geht ja noch. Okay, jetzt reden wir mit den Leuten hier. Ein paar Turnübungen würden mir sicher helfen, meinen Körper wieder hübsch und jung zu machen. Kacke. Aber sicher, Omi. Ach du Kacke, die will jung und hübsch sein. Ob unser Chef nicht ein ganz klein mehr lächeln kann? Die Kunden kriegen ja schon Angst vor ihm. Ich will auch mal Fußballprofi werden. Dann kriege ich doch auch so ein tolles Trikot, oder? Ja, klar. Ich hätte gerne einen neuen Golfschläger. Vielleicht kaufe ich ja jetzt einen. Wieso eigentlich nicht? Diese Leute hier sind sowieso behindert. Hier gibt es wirklich so viel zu sehen. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich kaufen soll. Lass mich durch. Du Unfähiger, lass mich durch. Mann, jetzt muss ich extra einen Umweg machen, um das Mädchen anzusprechen. Ob ich wohl nach langer Zeit mal wieder ein wenig Skilaufen gehen sollte? Ja, kannst du ja machen. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal. Ach nein, das ist ein langer Weg. Ich gehe einfach jetzt nach unten. Und. Scheiße, meine Stimme geht hier langsam weg. Warte mal, wir können jetzt dahin. Können jetzt da rein. Das ist ja vollkommen eine Lagerhalle. Die sollten ja mal ein paar Mal abreißen. An der Truhe. Okay, der nächste war am Turm. Ja, hier. Nanu, habt ihr ihn gefunden? Wie, wer spricht da? Ihr seid doch zum Turm gekommen, um den Onkel mit den Liedern zu treffen. Was? Mark? Wir müssen sofort zum Turm gehen und rausfinden, was da los ist. Ja, ist klar, wir machen das jetzt auch. Und? Hey, Hoho, ich hab dir doch gesagt, ich habe keine Ahnung, was du überhaupt willst. Inazuma Eleven, ich glaube, du verwechselst mich mit irgendwem. Lüge er nicht. Was? Lüge er nicht? Die Geheimnotiz der Feuervogeltechnik. Wir wissen, dass er sie hat. Er gebe sie uns jetzt besser, ohne Widerstand zu leisten. Pass auf, was du sagst, kleiner Mann. Hey, was soll das? Scheiß Ninjas. Der da ist ein Betrüger. Ich bin der echte Mark Evans, nicht der. Was redet er da? Wir sind... Nein, halt. Ich bin der wahre Mark. Zwei Marks? Hehe, na, das ist witzig. Auf sowas muss man erstmal kommen. Na gut, ich stelle euch eine Frage. Die Feuervogel-Geheimnotiz soll der Mark Evans erhalten, der die Notiz am ehesten verdient. Also hat er sie wirklich die ganze Zeit über. Dieser elende Lügner. Wie lautet die Frage? Zunächst einmal stellt ihr beiden euch an das untere Ende der Treppe mal meine... Was? Meine kleinen Freunde, alles klar? Soll ich jetzt ein Wettrennen machen oder was los? Sehr schön. Auf dem Weg, den ihr gehen wollt, taucht ein Gegner auf, den ihr beim besten Willen nicht besiegen könnt. Also Mark, du bist doch Mark, oder? Was wirst du tun? Töricht ist ein Krieger, der eine Schlacht zieht, welche er nicht gewinnen kann. Droht die Niederlage, so wählt der Kluge den Rückzug und wählt einen anderen Weg. So verstehe. Und du, mein Junge, was wirst du tun? Ich gebe nicht auf, bis ich den Gegner besiegt habe. Wenn ich es 100-mal nicht geschafft habe, klappt es vielleicht beim 100. Wenn ich es 100-mal nicht schaffe, klappt es vielleicht beim 100. Mal. So. Yosemite, nicht aufgeben. Barista heißt er. Trainer Evans? Wartet mal kurz. Okay, weiter. War mir doch klar, dass du wieder hier steckst. Wir haben ein Spiel. Zurück auf den Platz. Aber Herr Evans, das bringt doch nichts. Gegen diese Mannschaft haben wir doch sowieso keine Chance. Gegen die haben wir noch nie gewonnen. Und wenn wir sowieso verlieren, kann ich doch genauso gut hier noch etwas Gitarre spielen. Nicht aufgeben. Wenn wir 100-mal verloren haben, gewinnen wir vielleicht beim 100. Mal. Das war doch Evans. Mark Evans, bist du etwa der Enkel von... Ja? Jetzt verstehe ich. Der falsche Evans. Bist du! Bams! Yeah, hat ihn so weggeballert. Der falsche Evans war also ein Schüler der Shuriken Junior High. Oh nein, wir haben uns verraten. Sayonara, adios! Sag mal, Mark, sollten wir ihn nicht verfolgen? Mark? Hast du das gesehen? Was für ein Schuss! Sie sind also wirklich Josef Yosemite, der Wolf der Raimon Junior High.
Okay. Hehehe. So hat mich wirklich lange keiner mehr genannt. Und du, zeig mir mal dein Gesicht ein wenig genauer. Ich verstehe. Die Augen, der Mund und dann deine Antwort eben. Das hätte der Trainer damals auch nicht anders gesagt. Mein Großvater Opa David? Niemals aufgeben, das hat er damals auch immer gepredigt. Vielleicht ist es ja doch noch zu früh, mit dem Fußball aufzuhören. Und? Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Werde euch auf jeden Fall helfen beim Training für das nächste Spiel. Fantastisch, danke, vielen Dank. Nebenbei erwähnt, der alte Smith kommt in letzter Zeit auch oft hier vorbei. Ihr wisst nicht zufällig, was das zu bedeuten hat, oder? Was, Herr Smith, kennen Sie auch? Wie, das wusstet ihr nicht? Der alte Smith war früher der beste Freund vom Trainer, also von deinem Großvater. Seit 40 Jahren ist er jetzt wegen einer bestimmten Sache hinter Ray Dark her. Wegen einer bestimmten Sache? Na, irgendwann wirst du es schon herausfinden. Also ich werde jetzt wohl erstmal bei Hillmann vorbeischauen. Bevor der Kerl wieder denkt, ich bin noch so unpünktlich wie damals. Wir treffen uns dann später, junger Mann. Los, Mark, wir sollten den nächsten der alten Spieler finden. In den Spielernotizen finden wir einen Hinweis, wo wir... Ja. Okay, wo muss ich jetzt hin, verdammt? Gladstone, der Falke der Raimund predigt gute Manieren, wo er nur kann. Und wo soll er sein? Hä, wo soll der Typ denn sein? Gladstone? Flussufer war er nicht, das weiß ich. Turm haben wir auch, Einkaufsviertel haben wir auch. Da fehlt noch da würde dann noch Wohngebiet passen. Okay. Du, wenn ich die Frau da... Ach, geht dir die Lust? Ja, ich weiß. Ja, dreh dich dreimal. Viel Spaß dabei, kleiner Fettkopf. Oh, du hier, David? Lange nicht gesehen. Was? Das ist doch der kleine Mark. Puh, ich werde aber langsam alt. Okay, ich kann in mein Zimmer, oder? Ich kann wirklich in mein Zimmer, okay. Ist klar, das versperrt mir jetzt den Weg. Mann. Und du? Du ähnelst deinem Opa wirklich jeden Tag ein wenig mehr. Wo zum Teufel soll ich hin? Mein Mann kommt heute auch wieder zu spät. Ja. Er geht fremd, das sage ich dir jetzt schon. Okay, im Wohngebiet ist er auch nicht, anscheinend. Dann kann er noch am Bahnhof sein. Ja, am Bahnhof dann, richtig. Unglaublich, was sich die jungen Leute heutzutage erlauben. Was für ein alter Motzke. Ist das etwa... Mark, lies mir mal nochmal vor, was auf der Notiz steht. Moment, hier ist sie ja. Also, der Falke des Raimund-Teams predigt gute Manieren, wo er nur kann. Du meinst, das ist... hallo, entschuldigen Sie? Sind Sie nicht zufällig Edward Gladstone, der ehemalige... Hä, was fällt dir ein? Merkst du nicht, dass ich schon mit ein paar anderen Jungs rede? Ups! Hier, was ist der denn? Was war das denn? Der hört mir ja nicht mal zu. Tja, da hilft nur eins. Warten ja, bis Herr Gladstone seine Standpauke beendet hat. Jetzt macht er auch die andere fertig. Unglaublich, was sich die jungen Leute heutzutage erlauben. Sag mal, wieso ist Herr Gladstone denn auf einmal hier? Das ist doch etwas faul. Gehen wir dahin zurück, wo wir ihn eben getroffen haben. Es gibt 3 Stück von denen? Boah, was ist denn das? Unverschämtheit. Boah, Hilfe! Sag mal, Mark. Das ist doch bestimmt einer dieser Tarnungskrieg der Schurigen, von denen uns der Trainer erzählt hat. Das ist unsere Ninja-Fähigkeit zur multiplen Erscheinungsprojektion. Wie wollt ihr herausfinden, welches der wahre Gladstone ist? Ich bin Gladstone. Unverschämtheit. Der wahre Gladstone bin ich. Und welcher ist jetzt der echte Gladstone? Das lässt sich neu herausfinden. Früher war Gladstone auch als der Falke des Raimund-Teams bekannt. Also wird der echte Gladstone auch bestimmt auf den Ball reagieren. Und los. Und was jetzt? Also er ist der Richtige. Ah, das war doch. Oh nein, sayonara, adios. Die falschen Gladstone waren eine Täuschung von diesem Schüler der Schurken Junior High. Unglaublich, wie sie diesen Ball gestoppt haben.
Da sieht man, dass sie bei den Inazuma Eleven waren. Bitte, Herr Gletzern, zeigen Sie uns, wie man so Fußball spielt wie Sie. Hört mir bloß damit auf. Die Inazuma Eleven sind doch schon längst Vergangenheit. Damals waren sie wie jeden Tag beim Training. Die Trikots verdreckt. Was hatten wir einen Spaß. Na, wenn das so ist. Aber jetzt ist alles anders. Das habe ich schon alles lange hinter mir. Und ich kann nicht riskieren, meine Familie zu gefährden, nur um Grey Dark 1 auszuwischen. Ich will nicht zerstören, was ich mir in all den Jahren aufgebaut habe. Sag schon, Mark, was sollen wir jetzt tun? Aber wollen Sie wirklich, dass die Geschichte so endet? Das kann doch nicht richtig sein. Als ich eben gesehen habe, wie Sie den Ball gestoppt haben, da wusste ich es ganz genau. Im Grunde Ihres Herzens lieben Sie den Fußball immer noch genauso wie damals, oder? Du liebst dort den Fußball, oder? Trainer! Was ist, Gladstone? Wo liegt das Problem? Trainer, mit mir wird das nichts. Mir fehlt einfach das Talent. Mach keinen Fehler, Gladstone. Talent ist nicht alles. Vieles kann man sich auch erarbeiten. Ich weiß es, du weißt es auch. Du liebst den Fußball, oder? Herr Gladstone. Bist du etwa Evans? Du bist also der Enkel von David Evans. Der Enkel unseres Trainers. Papa! Papa und Mama und Dada und alles. Ed. Ihr, was macht ihr denn hier? Wir haben alles gehört und ich sage dir, wenn du Fußball spielen willst, dann spiel. Ich weiß doch, dass du den Fußball immer noch liebst. Und unseretwegen musst du dir wirklich keine Sorgen machen, ja? Ich will auch sehen, wie du beim Fußballspielen aussiehst, Papa. Herr Gletson, bitte. Also gut. Ich hatte es mir sowieso schon viel zu bequem gemacht in meinem kleinen Leben. Und wenn ihr mich so dringend braucht, dann helfe ich euch eurem Training. Ja, super. Bedanke dich nicht so früh. Wenn wir zusammen trainieren, gibt es für euch keine Gnade. Aber zunächst schaue ich mich mal bei Hillmann vorbei. Euch sehe ich dann später wieder. Zwei von den dreien helfen uns jetzt, also nur Bilder ist noch nicht bereit, mit uns zu trainieren. Ein echtes Problem, oder? Hillmann hat auch kein besonders gutes Verhältnis zu Bilder. Wir sollten noch einmal zu Herrn Sweet gehen und ihn um Rat fragen. Geh noch einmal zu Herrn Sweet. Klar mache ich das. Zum Flussufer. Okay, ich muss jetzt wieder extra den Weg hingehen. Ach, die alten Säcke mache ich so schnell fertig, Leute. Das geht zu schnell. Und Herr Sweet. Kleine Konversation mit euch machen. Amal, wie läuft es mit der Suche nach den alten Spielern? Und dann berichtete Mark Herrn Sweet von seinen Erfolgen. Verstehe, mit Bilder war schon damals nicht immer gut Kirschen essen. Ach ja, noch etwas. Bilder hat von einem großen Meister gesprochen. Wen hat er damit eigentlich gemeint? Der große Meister? Damit kann er eigentlich nur Trainer Evans gemeint haben, also deinen Großvater. Meinen Opa? Wenn Bilder einmal in Rage geriet, konnte ihn niemand aufhalten. So war er nun einmal. Nur Trainer Evans hat die Kraft, ihn zuzuhören und zu bewegen. Schätze, für Bilder war es auch ein großer Schock, als der Trainer auf einmal nicht mehr bei uns war. Wenn Bilder also erfährt, dass der Enkel seines Trainers bist, dann... Ich glaube kaum, dass es irgendwie hilft, wenn man ihnen einfach sagt, dass du der Enkel von Evans bist. Schließlich war Bilder schon immer mindestens genauso stur wie der alte Hillmann. Er wird auch kaum sofort helfen, nur weil du der Enkel des Trainers bist. Wenn ihm aber wenigstens so eine Art Zeichen geben könntest... Ein Zeichen, das ihn an meinen Großvater erinnert? Fällt dir nichts ein, womit du ihn überzeugen könntest, Mark? Vielleicht so etwas wie ein Erbstück, das auch einen Bezug zum Fußball hat? Das meiste davon hat Mama, oder? Hat Mama, aber damals schon weggeworfen. Ich habe praktisch nur noch sein Notizbuch. Und die Torwart-Handschuhe sind auch noch irgendwo im Haus. Also Erinnerung an meinen Großvater. Die Handschuhe, glaubst du, dass sie etwas nutzen würden? Ich weiß es nicht, aber sonst fällt mir wirklich nichts ein. Zunächst einmal sollten wir zu mir nach Hause und gehen und die Handschuhe holen. Okay, komm jetzt. Ein Anruf? Kleine Blocknachricht seit langer Zeit. Shadow gerufen, ja. Um Bilder zu überreden und zu helfen, brauchen wir die alte Handschuhe von Marks Großvater. Also auf zu Marks Haus, um sie zu holen. Woher weiß sie eigentlich, dass sie das machen wollen? Die stalkt uns bestimmt noch die ganze Zeit. Okay, jetzt schnell nach Hause und danach einen Cut machen. Din, din, din.
Und im nächsten Part geht's hier weiter. Tschüss.